der letzten Episode. Gut. Ich nehme an, das heißt Goldmine. Ich bin mir aber nicht sicher. Ein Bärenfellmantel. Nur mal interessenshalber, was passiert, wenn man den auseinandernimmt? Du gewinnst ein Bärenfell. Ach du Schande, Leute. Das Essen ist aber noch tipptopp in Ordnung. Das ist echt der Hammer. Ja, tu mal das halbe Kilo Streichhölz darüber. The water. Freezing. Freezing water. Everywhere. Oh, überall. Cold. Cold. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 123, die 123. Ja, wir sind hier, glaube ich, nur rein, um zu speichern. Wieso schnaufst du eigentlich so, Junge? Das weiß er wahrscheinlich selber überhaupt nicht. Ja, der Hunger ist knapp. Was sagt euch das Gewicht? Ich glaube, wir haben noch abzulegen, ja. Weil wir wollten uns ein bisschen um den Bären kümmern. Und dafür kommt das doch ganz recht. Ja, wir haben noch ein paar Schösslinge, die wir hier noch trocknen müssen. Ja, ich weiß nicht, was er schnauft. Es tut mir wirklich leid. Er ist deutlich nicht über dem Übergewicht. Er ist nur absolut topfit. Halt, unter F ist das. Ach, du hast einen verstauchten Knöchel. Ja, natürlich. Oh, da muss ich schnaufen. Oh, Hilfe. Hey, bitte nicht schubsen. Ich stelle mir erstmal dahin. Ja, da ein bisschen. Ja, das steht da schön schräg. Das heißt, du kommst da gar nicht rüber, oder? Du, bitte was? Naja, wollte gerade sagen. Also, kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Haben wir hier eigentlich noch ein bisschen abzu... Achso, ja, ich wollte die leeren Wasserflaschen noch rausstellen. Halt. Genau, und dann die zwei Töpfe natürlich. Da haben wir uns eigentlich schon mal ganz gut befreit. Siehst du, selbst die Hertha kommt nicht rüber. Also von daher... Das passt schon. Ja, das wird heute eine Schwatzfolge. Also ich schwätze euch was vor, aber das kennt ihr ja nicht anders. Und zwar, ja genau vor, also ich glaube, wenn es für euch rauskommt, müsste tatsächlich vor genau einer Woche gewesen sein, dass tatsächlich der Expansion Pass schon angekündigt wurde. Trailer gibt es auch. Naja, es hört auf zu schneien. Das beruhigt mich dann schon ein bisschen, weil dann droht uns hier zumindest kein Blizzard. Also ich habe schön festgerannt hier. Ja, mal gucken, wie es aufklart. Ja, wir machen das natürlich hier mit dem Beil. Klassischerweise. Ja. Ja, hack schneller. Sag ich dann nur hack schneller. Ja, so ist es geworden. Okay. 2, 4, 6, 8 Säcke. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt mal 2 mit. Und dann haben wir noch 2 mal 3. Ja, du kriegst vielleicht was zu futtern. Ja. Ja, das hast du doch gerade eben erst gesagt. Ich könnte immer noch ein Pferd essen. Ja, und das heißt natürlich auch, dass in nicht allzu kurzer Zeit, und zwar in sehr naher Zeit tatsächlich sogar, wir hier mit dem Jungen neu anfangen. Das Feedback war relativ eindeutig, der Junge muss mal knechten. Gott, du machst es auch richtig hervorragend. Ja, also das heißt, wir werden dann einen Charakter-Switch machen. Der Junge muss ab in den Interloper. Die Madame darf im Schleicher weitermachen, aber wir wollen es ihr nicht zu einfach machen. Aus dem Grund werden wir das für sie ein bisschen... nee, das ist Ascheschlucht. Also einiges hier zusammengekommen. Was machst du hier? Nein. Also, hallo? Nein. Ah ja, wunderschönes Wetterchen sogar. Ja, ich wollte gerne einen Custom-Schleicher machen, weil ich würde ihn schon gerne ein bisschen härter machen. Ein paar Stellschrauben drehen. Naja. Sei es wie es sei, Expansion Pass kommt. Der kommt dann natürlich hier auf dem Kanal, ist ja klar. Er soll zu Beginn vergünstigt sein.
Ich schätze mal 10% weniger würde er kosten. Also das heißt 18 wahrscheinlich statt 20 Euro, vielleicht auch 20% weniger. Dann kostet er 16 statt 20. I'm not sure I can carry much more. Entschuldigung. Was? Nee, es wölkt sich gerade wieder zu oder so. Naja. Oder es schneit schon wieder. Das kann natürlich auch sein. Genau. Er wird ja dann mit jedem, also pro Halbjahr um 5 Euro oder so teurer, glaube ich. Oder 2,50 Euro. Auf jeden Fall kostet er am Ende mehr als am Anfang. Kann man sich dann überlegen, wenn man halt erstmal spekulieren? Oder sagt man sich, man geht auf Nummer sicher und kauft das Ding halt später, auch wenn es mehr kostet. Ja, und zwar, es kommt ein, natürlich habe ich ja schon erzählt, also vieles wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr das schon früher mal gehört habt, aber mit der Ankündigung, weil natürlich auch das klar nochmal wiederholt wird. Ich wiederhole es trotzdem für all diejenigen, die das eben nicht gehört haben. Also es gibt einen Knotenpunkt, eine Karte, die sozusagen als Knotenpunkt für die drei Karten, die in dem Expansion Pass dann am Ende enthalten sind, dienen wird. Das heißt, du hast eine Karte mit einem Eingang und mit drei Ausgängen. So. Die Karte heißt Far Range, also entfernte Entfernung, entfernte Weite, keine Ahnung, wie sie das auf Deutsch dann nennen. Und das Lustige ist, das geht tatsächlich an der beschädigten Bahnstrecke weiter. Das heißt, ich nehme stark an, dass sie diese Brücke reparieren, die Hinterländler. Und, ja, du musst dringend was essen. Ja, die Brücke wird repariert. So, dann guck mal erstmal, was du zu essen bekommst, bevor ich hier weiter laber. Ich schätze, das ist dann der Ausgang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es in die Schlucht packen. Das wäre schon sehr schräg. Vor allem, wo dieser Knotenpunkt, also das sieht man in dem Trailern halt sehr gut, sehr viel mit Eisenbahn dominiert ist. Das würde ja dann schon Sinn machen, dass man über die Brücke weiterkommt. Gut. Hast zwei Dosen gefunden, weil ich das Werkzeug nicht abgelegt habe. Okay, alles klar. Ja, also wirklich viel Wasser können wir eigentlich nicht kochen. Das heißt, wir fangen einfach schon mal an mit der Hand und nehmen das erstmal auseinander. Genau. Die erste Karte, die kommt, ist ja dieser verfluchte Flughafen. Forsaken Airfield heißt das. Englisch. Ich schätze, genauso werden sie es nennen. Wir brauchen natürlich jetzt ein bisschen Brennmaß. Ja, du hast jetzt erstmal ein paar, beziehungsweise weißt du was? Okay, das war, kann ich, wenn ich dich drehe, das irgendwie ändern? Ja, ich kann das ändern. Okay, dann muss ich, genau, alles klar, perfekt. Bleibst du auch da oder kommst du wieder hinterher? Du bleibst da, alles klar. Gut, ein Buch hat man ja gesagt, beziehungsweise, wir machen das mal, damit die Verwirrung nicht so groß wird. Dann nehmen wir das Buch und komm, wir hauen auch gleich die Zeitung weg. Okay. Komm, nehmen das Buch. Und dann können wir sogar Papierstreichhölzer nehmen. Ja, alles klar. Genau, also ein verfluchter Flughafen. Relativ offenes Gelände. Also in dem Trailer sieht man das auch sehr schön. Da gibt es so einen Schwenk, der so da nach oben geht, wo auf der rechten Seite so eine Hütte ist. Das müsste der verfluchte Flughafen sein, weil das ist ein sehr offen. Ich habe halt mir den Trailer immer so Stück für Stück mal angeguckt, um den mal sozusagen zu analysieren, das mal ein bisschen herauszufinden. Okay. So, gut, alles klar. Das funktioniert so. Okay. Ja, dann machst du hier gerade weiter. Und zwar alles. Genau, also es gibt offenes Gelände, es ist ein Transportknotenpunkt für Güter, das heißt, wird man wahrscheinlich entsprechend auch einiges finden. Das muss man wieder darüber legen. 2 Minuten, okay, dann warten wir das kurz ab. Ah ja, es wird neblig. Genau, es gibt natürlich das Klassische für Flughafen, ein Hangar, ein Kontrollturm, Landefläche und so weiter, das wird alles dabei sein. Und dieses Haus, was man da sieht, nehme ich stark an, dass es das ist, das nennen sie Hansi Ranger. Ranger Cabin oder so ähnlich, genau, so eine Ranger-Hütte, die dann das Ganze wahrscheinlich überblickt. Soll sehr harsch und kalt sein. Das ist wohl so das Merkmal dieser Karte. Ja, da kann man sich auf was gefasst machen. Dann als weitere Karte, die dann kommt, in der Zukunft natürlich erst, ist dann eine Industrie, achso, das ist gerade fertig geworden,
eine industrielle Mine. Und zwar ist das so eine Open-Pit-Mine. Also das heißt, ein Tage... Wie heißt das auf Deutsch? Das ist, glaube ich, aufgeschrieben. Ein Übertagebergwerk, genau. So heißt es auf Deutsch. Genau. Dort gibt es halt das Bergwerk, Außengebäude, Minengerätschaften. Außerdem gibt es Giftmüll, Tümpel und Abfluss. Also da kann man sich auf jeden Fall schon auf was freuen. Und dann kommt als dritte Karte, wahrscheinlich dann am Schluss, weil sie es so aufgezählt haben, der Gebirgspass nennt sich das. Da gibt es halt steile Aufstieg, ein krasses, soll wieder ein hohes Relief haben, die Karte. Also so ähnlich dann wie die Ascheschlucht, schätze ich mal auch. Denke ich mal, so in die Richtung wird das gehen. Soll auch eine versteckte, abgelegene Installation beinhalten, die dunkle Geheimnisse der Insel dann verrät, sozusagen. Und mit dieser Karte kommt dann ein neues Tier. Und das ist eine Miezekatze. Allerdings in Großversion. Also nicht die Hauskatze, sondern der Puma kommt da. Ja, das wird krass, weil der Puma, das ist halt extrem schnelles Tier. Also ich glaube, der kann 60 km/h oder so rennen. An Spitzengeschwindigkeit, dem rennst du nicht weg. Das kannst du vergessen. Ich bin mal gespannt, wie gefährlich es ist. Sie haben geschrieben, dass es eventuell das gefährlichste Tier werden könnte, dann auf großer Bär. Ja, das wird sicherlich, ich sag mal, interessant, vor allem wahrscheinlich für den Interloper. So, das ist alles jetzt, was im Expansion passt, kommt natürlich. Das ist, ich zähle euch später noch auf, was kostenlos kommt, falls ihr den Expansion Pass erstmal noch nicht kaufen wollt. Kriegt ihr trotzdem tonnenweise Inhalte. Es ist immer noch Nebel, aber es schneit noch immer. So wirklich weiß das Wetter nicht, was es will. So, das dürfte fertig sein. Nein, noch nicht ganz. Ja, und ja, alles klar. Ja, jetzt wird es natürlich finster. Aber nur für mich. Okay, die restlichen 2 Kilo. Genau, dann gibt es jetzt einen ganzen Schwung neuer Spielmechaniken, die sie einführen. Verschiedenste Natur, also Mechaniken, die man selber anwendet und natürlich auch Mechaniken, die extern sind, auf die man sozusagen Einfluss üben. Es wird einen schimmernden Nebel geben, Glimmer Fog nennen sie das im Englischen, der lädt die Luft und den Boden mit elektrostatischer Energie auf und lässt elektronische Geräte aufleben. Wem das bekannt vorkommt, ja, das ist tatsächlich dann der Effekt, den es hat am Ende des Tages, ist derselbe wie mit der Aurora. Das heißt, du hast zusätzlich mit der Aurora halt diesen Nebel auch noch, der dann auch diese elektrischen Geräte, und die bekommen halt später noch eine Bedeutung, die Gerätschaften sozusagen. Also das ist wohl nicht einfach nur, dass du deine Notizen sammeln kannst, sondern soll es noch ein bisschen mehr geben. Dann gibt es Schlaflosigkeit, Insomnia. Bestimmte Einflüsse können die Schlaflosigkeit triggern. Da bin ich mal gespannt. Haben sie jetzt noch nicht verraten. Mal gucken, ob sie das dann, wenn es rauskommt, genauer definieren oder ob man das selber rausfinden muss. Und wenn du Schlaflosigkeit hast, entstehen natürlich neue Risiken. Das ist klar. Also ob du dann, was weiß ich, Verstauungsrisiko hast oder Schnappatmungsrisiko. Das weiß man nicht. Das wird man dann erfahren. Sie wollen natürlich jetzt noch nicht alles verraten, weil die Spannung ist ja auch so eine Eigenschaft, die man gerne aufrechterhält. So. Dann kommt jetzt, und zwar ist das wieder interessant für diesen schimmernden Nebel. Und natürlich für die Aurora natürlich, ist klar. Ein Funkgerät, tatsächlich. Das Funkgerät, wenn es halt funktioniert, also durch diese elektrostatische Geschichte, dann kann es Signale empfangen, die zu versteckten und Orten führen, die man sonst nicht finden würde. Sagen Sie? Ich weiß jetzt nicht, was das meint, weil... Was ist denn los? Ja, jetzt tu nicht so. Weil, wenn du alles abgehst, müsst ihr doch eigentlich alles finden. Außer es ist irgendwie hinter Zahlenschlössern und sowas versteckt. Das weiß ich natürlich nicht, wie sie das dann handhaben. Keine Ahnung. Also das, da bin ich jetzt nicht ganz schlau geworden. Genau, dann wird das Kochen verbessert. Da gibt es Rezepte und neue Zutaten, die dann halt neue Möglichkeiten der Nahrungsherstellung ermöglichen. Welche dann natürlich dein Gameplay ein bisschen modifizieren. Weil natürlich durch andere Rezepte, die dann auch Auswirkungen haben, kannst du dann vielleicht auch anders spielen. Naja. Dann natürlich den Travois geschrieben.
ist ja so ein herstellbarer Schlitten, den du halt hinter dir her schleifen kannst. Der erhöht die Tragekapazität dramatisch. Das heißt, mehrere 10er Kilo nehme ich mal stark an. Also vielleicht 30 bis 50 Kilo, schätze ich mal. Natürlich auf Kosten von Geschwindigkeit und Mobilität. Das heißt, der Junge kann noch weniger steigen wahrscheinlich. Ich bin mal auch gespannt, wie schnell du den loslassen kannst. Da muss es ja auch irgendwie eine Mechanik dafür geben, dass du den halt aufnimmst und wieder loslässt. In dem Fall, dass du halt wenn du halt angegriffen wirst zum Beispiel, dass du halt schnell reagieren kannst. Nicht, dass du da erst umständlich eine großartige Animation ausführst. Das wäre ja nicht so geil. Nimm das schon mal, genau. Fertig? Fertig, alles klar. So. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht ran. Das Feuer geht noch lang genug. Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich mehr als reichen. Also, das ist jetzt dahinter gelegt. Ist aber nicht so schwer. Du kommst heute nicht zum Schlafen, Jungs. Nur, dass es klar ist. So, wieder 2,8 Kilo. Genau. Dann kommt ein noch neues Tier. Da ist es jetzt auch nicht mehr ansatzweise so gefährlich. Oder? Das nennt sich Ptarmigan. Mit dem P vorne dran, dass man nicht ausspricht. Ich kenne das schon. Und zwar aus Alaska. Ich muss mal gucken, ich habe das nämlich mal auch in Alaska schon gefilmt, das Schneehuhn. Finde ich total knuffig. Achso, das sind es auch 4,8 G. Ist ja auch egal. Wir fangen jetzt einfach an und machen bald weiter. So. Genau. Schneehuhn, ein kleiner Vogel, der in Herden vorkommt. Ich habe das halt nur gesehen, wo die Mutter halt mit ihren Kleinen halt immer unterwegs war. Die hat uns dann immer angegriffen sozusagen als kleines Tier, wenn wir halt da ihrem Nest zu nahe kamen. Die Küken sind natürlich geflohen und die Mutter kam dann mit ausgestellten Flügeln dann auf einen zu und wollte einen dann vertreiben, natürlich, ist ja klar. Wir sind natürlich schnell gegangen, weil wir da nicht so viel Aufhebens machen wollten. Genau, das kann Quelle für Nahrung sein und die Federn werden dann zur Herstellung verwendet. Ich weiß aber nicht, ob das dann dieselben Federn sind, die du jetzt auch mal so von Kadavern bekommst, also von den Krähen, die über Kadavern sind und Leichen, oder ob die einen anderen Zweck haben. Das weiß ich halt nicht. So, der Junge hat schon wieder Hunger und Durst. Okay, das ist das kleinste Problem. Ja, dein Sattbonus müssen wir hier ein bisschen aufrechterhalten, weil du bist noch einiges schleppen, Junge. Und das erstmal noch ohne Travois. Gut. Beim Trinken immer schön die Augen verschließen. So. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ordentlich Wasser aufsetzen. Genau. Das ist das Schneehuhn Ptarmigan. Ich habe übrigens, nur falls sich jemand wundert, die Domain ptarmigan.de, die gehört mir. Da ist aber nichts dahinter. So, dann gibt es Händler. Tatsächlich echte Händler, also NPCs. Die sind eine Quelle seltener Güter und Informationen. Gegen einen Preis natürlich. Ich vermute, die sind sehr teuer. Also die kannst du jetzt nicht mit Rohrkolben bestechen, schätze ich mal. Das wäre natürlich lustig. So. Okay, 6 Stunden haben wir immer noch auf der Uhr. Das ist kein Problem. Ah ja, das sind die 2 Kilo. So, dann gibt es natürlich die Safe-House-Anpassung. Und zwar ist das, ich schätze, es ist nicht nur die Safe-House-Anpassung, sondern ich denke, das geht um alle Häuser. Wie wollen sie denn wissen, was dein Safe-House ist? Also im Prinzip da, wo du dich halt niederlässt, da kannst du halt Anpassung machen. Gab es auf Steam einige, die sich drüber aufgeregt haben. Kann ich nicht verstehen, ist doch völlig egal. Nutze es doch einfach nicht, wenn das Feature nicht willst. Weil du kriegst so viel. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist das Feature, was sie halt entwickelt haben, jetzt eine großartige, aufwendige Arbeit. Wenn du halt diese gesamte Übersicht der Dinge halt siehst, die du da bekommst, da ist das ja nur ein kleiner Teil. Also es kann sogar sein, dass das vielleicht sogar mit anderen Dingen noch einhergeht. Naja, weil es gibt nämlich noch was anderes, was jetzt auch noch kommt. Sie führen einen Fotomodus ein, der ist aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Nein. Das ist nicht einfach, dass du hier dann irgendwie Escape drückst und dann in irgendein Menü geht und den Fotomodus auswählst. Nein, du hast eine Kamera dabei. Eine Analogkamera wahrscheinlich, weil es gibt dann auch noch eine Dunkelkammer. Und da brauchst du natürlich Chemikalien, um dann die Filme zu entwickeln. Ich bin mal gespannt, da brauchst du wahrscheinlich dann auch die Filme. Interessant. Ja, dann gibt es natürlich den Puma, das habe ich euch schon vorher erzählt. Tödlicher Jäger in Schluchten und steinigen Hängen zu finden, möglicherweise der härteste Gegner. Das sind die Worte von Hinterland. Ja, also auf den Puma bin ich mal gespannt, weil das wird auf jeden Fall spannend. Das wird echt spannend.
So, 2,8 Kilo. Genau, und dann, und das finde ich jetzt total krass für all diejenigen, die ja Diablo 2 mitgeguckt haben, das übrigens seine Beendung gefunden hat gestern. Achso, jetzt weiß ich gar nicht, welches für die Hertha war. Das da. So, das ist fertig, dann können wir das gerade in die Töpfe werfen. Gut. Weiter geht's, wir sind fast durch. In Anführungsstrichen. Genau. Item-Varianten. Ja, also die ganzen Items, die es im Spiel gibt. Ah, ist doch Schnee dabei, okay. Gut, damit da nichts passiert, Junge. Sicher ist sicher. Ja, sicher ist sicher. ja, das ziehen wir mal raus. Weil warm ist es genug. Genau, und zwar diese ganzen Items, die es halt gibt. Ob das jetzt Messer, Beil, Gewehr, Bogen, auch Kleidungsstücke, manche Kleidungsstücke betrifft das. Da gibt es dann einzigartige Versionen davon mit einer eigenen Historie. Da wird also dann hier so ein Text stehen. Und einzigartigen Eigenschaften. Das heißt, es kann sein, dass du dann, was weiß ich, du findest einen speziellen Kovichan-Pullover, sage ich jetzt mal. Großmutters Kovichan-Pullover. Noch ein Grad mehr warm oder so. Keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall, betrifft das Gewehr, Bogen, Messer, Beil, Laterne und bestimmte Kleidung und mehr. Das haben sie natürlich nicht verraten, das muss man dann rausfinden. Also da bin ich mal extrem gespannt drauf. Gibt es im Interloper garantiert nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das ist gleich fertig. Also ist schon fertig, okay. Ja, also mit dem Item-Variante, da haben sie mich echt überrascht. Das ist allerdings auch alles nur im Expansion Pass. Also das ist, gibt es nicht im Basisspiel. So, letzter Sack. Genau, da kommt natürlich noch mehr dazu im Expansion Pass. Das haben sie jetzt nicht alles verraten. Ja, naja. Wird man dann sehen, dass wir haben auf jeden Fall gesagt, mehr Informationen gibt es halt, wenn dann der Trailer sozusagen, also der finale, das finale Video, das wird wahrscheinlich wieder so ein Voice-Over-Video von Raphael van Lierop werden, wo er dann viel erklärt. Das wird wahrscheinlich ein sehr langes Video auch. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie so ein, ja, drüber gequatscht oder so mache oder sowas. Keine Ahnung, mal gucken. Und dann gibt es noch Geschichten in dem Expansion Pass, die an Wintermute anknüpfen, aber eigenständig sind. Und das sind, ja, da gibt es halt in jeder Karte gibt es dann nochmal eine eigene Geschichte, die sozusagen das Ganze nochmal, nochmal eine Story in dieser Karte hat, die mit Wintermute zusammenhängt, die aber Wintermute nicht ersetzt. Oder auch nicht so ist, dass du das brauchst, um Wintermute zu verstehen. Das ist einfach nur als Ergänzung. Genau, so, das war alles jetzt Expansion Pass. Jetzt kommen wir mal zu den kostenlosen Updates und ich würde sagen, ich bin gerade auf der Hälfte. Meine Information ist wirklich eine extrem lange Liste, also Schwede. Glaube ich, eine anderthalb Stunde gebraucht, das alles mal zusammenzufassen. Also, es gibt einen, das habt ihr auch schon gehört, globalen Wildtier-Refresh, wo alle Wildtiere neu ausgerichtet werden. Momentan ist es ja klar, du weißt, wo die Kaninchenhaine sind zum Beispiel. So, das waren alle Fleischer, wir sind fertig. Die Hertha, die hat's gut. Naja, wir gehen nachher auch noch pennen. Genau, so, das dauert jetzt 43 Minuten, in der Zeit habe ich Zeit zu labern. Genau, also es gibt neue Spawn-Mechaniken, das heißt, die tauchen nicht mehr einfach hinter irgendwelchen Objekten auf, also was weiß ich, jetzt sage ich mal, es hat natürlich eine Mindestentfernung, eine Mindest-Spawn-Entfernung. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt gerade hier hinter dem Haus sozusagen Wolf spawnt, sondern das ist dann vielleicht erst dahinter der Hütte sozusagen, kann er maximal auftauchen. Nein, es ist neu, das heißt, die Tiere existieren tatsächlich, so verstehe ich das. Und ja, die werden dann irgendwie eingefädelt oder so, keine Ahnung. Es gibt ein neues dynamisches Wildtierverhalten, was sozusagen ein bisschen an ihrer, erstmal an sich selber gehandhabt wird. Weil momentan ist es ja so, das sieht man häufig bei Wölfen, weil die sind sehr agil, dass die wie in so einem eigenen Bereich herumlaufen.
Also du merkst halt richtig, wenn die an die Grenze stoßen, dann drehen die halt wieder um, machen irgendwie eine Kurve, laufen in andere Richtung und so. Also als wären die in so einem Gatter. Und dieses neue dynamische Wildtierverhalten kann halt bedeuten, dass es keine Wolfsherden in dem Sinne mehr gibt, die halt wie in so einem Gatter sind, sondern dass das Rudel sozusagen sich dann einfach über die Karte bewegt. So würde ich das mal interpretieren. Bin ich extrem gespannt. Extrem, weil das wird richtig geil. Weil das macht das Spiel halt richtig spannend wieder. Weil momentan, du wusstest eigentlich, ja, hier gibt es kann 12 geben, da kann 12 geben, dort kann ich mich frei bewegen. Das ändert alles. Und einige Tiere haben ihren eigenen Geländetyp. Das haben wir ja schon gesehen beim Puma. Und ich schätze, dass halt an steilen Hängen zum Beispiel auch keine Bären zu finden sind, weil je größer die Tiere, umso lieber halten sie sich halt im Flachland auf. Weil die Masse, die du halt nach oben transportieren wirst, ist natürlich entsprechend groß dann. Dann gibt es einen globalen Ressourcenrefresh. Und zwar betrifft das alles. Alle Loot-Tables wurden überarbeitet, alle platzierten Items wurden überarbeitet. Das betrifft nicht nur einen platzierten Topf in der Hütte, sondern, so wie ich das verstehe, auch Pflanzen. Weil, und da kommen wir später noch dazu, da kommt nämlich auch noch was Neues hinzu. Und die Ressourcen sind teilweise abhängig von ihrer Region. Das gibt es ja eh schon. Also wenn wir jetzt... was ist jetzt zum Beispiel eine gute Ressource, wo man das ein bisschen feststellt? Na gut, so hundertprozentig abgegliedert ist es nicht. Du findest eigentlich alles irgendwo in jeder Karte, aber manches halt extrem selten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Rohrkolben, da wissen wir ja schon, die gibt es ja nur an Süßwasser. Und eigentlich ja auch nur da, wo ruhiges Süßwasser ist. Also zum Beispiel dieser Bach da in der Küstenstraße ist eigentlich auch nicht richtig. Wahrscheinlich haben sie sogar da entfernt. Ja, also da werden sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen anpassen. Bin ich auch sehr gespannt. Dann gibt es einen Spawn-Punkt-Refresh. Das heißt, da wo der Spieler beim neuen Spiel auftaucht, das sind nicht mehr die alten Punkte. Das sind neue Punkte. Und sie sollen mehr das Gefühl geben, verloren zu sein. Das heißt, du landest nicht mehr direkt, also in Anführungsstrichen direkt neben der Rätselsee, in dem Lagerbüro. Ja, schon. Das ist übrigens gleich fertig schon. Ich habe schon eine ganze Dreiviertelstunde geredet, ernsthaft. Die Nacht ist übrigens fast rum. Gut, dann ist das auch fertig. So, wir haben, wenn du das auftrinkst, das hier, dann kriegst du, wie viel, dann haben wir eigentlich... 3 Liter. Also jedes ist ein Dreiviertel Liter, mal 4 ist 3 Liter. Wir machen einfach 4 Liter und trinken halt und lassen einfach den Rest in den Töpfen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich das Feuer abbaue. Das muss auf 2, also unter eine Stunde reduziert werden. So viel ist klar. Wir werden auch in 2 Sessions schlafen, einfach nur wegen der möglichen Kälte. Und auch um zu gucken, was mit dem Wasser ist, natürlich. Weil wir haben nicht mehr wirklich viel. Und da sollten wir gucken, dass das nicht schief geht. Ja, eigentlich müsste das passen. Könnte fast zu viel sein. Machen wir noch eine raus. Also kannst du nicht mehr werfen, echt? Oh, wie schade ist das denn? Ja, okay. Dann, warte mal, wir stellen uns mal einen Windschatten, weil das zählt dann ja. Schläfst erstmal 4 Stunden, 5 Stunden. Ja. Oh geil, wir haben 3 Erfrierungen, ernsthaft? Nein, wir haben 5 Erfrierungen. Ich hätte die Kleidung anziehen sollen. Hm? Das ist ja der Hammer. Ich habe mir schon gedacht, als ich da uns reingelegt habe, irgendwas ist falsch, aber ich weiß nicht was. Tja, Junge, dann hast du jetzt halt nur 50% Zustand, ernsthaft. Das ist ja der Hammer. Traum. Gut, zum Glück muss er nicht mehr so lange mitmachen. Das hat ja auch was für sich. Ja, schon ein bisschen, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Okay, wir werden es jetzt erstmal aufwärmen. Das ist erstmal das Erste. Vielleicht schlafen wir sogar noch mal kurz. Hier drin. Wir hätten einfach drin schlafen sollen.
So. Ja, der Tag ist jetzt Mittag. Geil. Und das ist soweit auch okay. Schön, guck mal, schön gestapelt. Ja, Essen brauchst du eigentlich nichts mehr. Wir gucken mal, ob wir hier noch was zurücklegen. Nee, wir haben alles reingeworfen, alles klar. Die Fackel lasse ich jetzt erstmal liegen, weil das ist mehr oder weniger irrelevant. Wir haben eigentlich auch genug getrunken. Das heißt, wir schmeißen einfach auch mal... Wir nehmen die angefangene Wasserflasche mit, ein bisschen was zu essen. Den leeren Topf, den Schlafsack haben wir schon. Der hat erfolgt uns, damit wir einfach so leicht wie möglich sind, ja. Der Junge ist knapp vorm Umfallen. Halt, das schmeißen wir gerade dazu. Ich muss ja jetzt nicht 300 Gramm mitnehmen, wenn es nicht notwendig ist. Wir brauchen eigentlich auch nicht die Pfeile und den Bogen, aber unverhofft kommt oft, deswegen nehmen wir es mit. Gott, 22 Kilo Kampfgewicht, das ist gar nicht so schlimm. So, das heißt, wir holen jetzt den Rest des Stuffs. Ja, das wird jetzt ein bisschen Schleppaktion, aber das ist ja auch für mich die günstige Gelegenheit, euch noch mehr zu erzählen, was da kommt in den kostenlosen Updates. Ist immer noch bei den kostenlosen Sonnenblendennotizen. Nicht nur, aber vorrangig unter, aber nicht nur Sonnenblenden kann man Notizen finden. Wir haben sogar noch 3 Erfrierungsrisiken. Und wir haben eine Unterkühlung, bleibt 16 Stunden über dem Gefrierpunkt. Ja, okay. Gut, dann hoffe ich, dass das auch funktioniert. Genau, kann, also vorrangig unter Sonnenblenden, aber nicht nur, kann man diese Notizen finden und die führen halt zu versteckten Items oder Informationen irgendwo der Welt. Also das heißt nicht, dass so nach dem Motto, findest du halt hier, hier gibt es keine Autos. Also sag mal, die Autos vor der Quonset zeigen dann nicht auf dem Versteck an der Quonset, sondern kann auch ein Versteck in der Ascheschlucht sein. Zum Beispiel. Ach so, ja, dann, wenn du so im Eimer bist, dann sollten wir vielleicht einfach jetzt mal drin bleiben. Hm? Guck mir mal an, wie das Auge runter. Ich denke nämlich schon, huch, was ist denn mit deinem Auge los? Ja, wenn du nur natürlich Unterkühlung hast. So viel Erfrierung. Ist der Hammer. Hatte ich auch noch nicht. Genau, das sind die Sonnenblendennotizen. Dann gibt es feuergehärtete Pfeile. Das sind so Art improvisierte Pfeile. Einfache feuergehärtete Pfeile kann man herstellen. Die sind ideal für kleine Tiere. Also so wahrscheinlich diese Ptarmigans wieder und die Hasen, die Kaninchen. Alles darüber wird wahrscheinlich einfach, also sie sagen halt, das tötet keinen Wolf. Kann ihn aber zur Flucht verhelfen. Kann. Also, ja, wir gehen auch gleich wieder rein. Ich habe es ja schon verstanden, dass es keine so gute Idee war. Der kürzeste Balken, weil ich meine, wir haben ja noch 3 in petto. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch... Ist mal fast auf Interloper-Niveau. Dann nimm dir mal das schon mal mit und das. Eigentlich kannst du die Dosen auch gerade mitnehmen. Ja, okay, dann schnappst du dir mal die Fackeln. Kann man die auch mal zerlegen. Einen hast du drunter geworfen. Gott. Genau. Die benötigen halt kein Altmetall. Das ist halt vielleicht ganz praktisch, wenn man da irgendwie nur Kaninchen jagen will, was ich ja gerne mache. Mit Pfeil und Bogen zu jagen. Okay, dann machen wir die Pfeile auseinander, während ich euch weiter erzähle. Eicheln. Und nicht das, was das ist, sondern tatsächlich die Samen kann unter den... Und das ist jetzt tatsächlich was Neues. Es gibt Eichenbäume. Die sind auf der Welt halt platziert. Wahrscheinlich auch nicht in Altkarten, schätze ich mal. Das wird wahrscheinlich genau das sein, dass das halt... Ja, ist mir schon klar. Genau, die kann man trocknen und mahlen. Das ist halt so, also du musst halt unter diesen Eichbäumen sammeln und die kannst du trocknen und mahlen. Und du kannst sie entweder abkochen, dann kriegst du so ein Kaffee-ähnliches Getränk. Das heißt wahrscheinlich auch so eine leicht aufputschende Wirkung. Oder es schmeckt nur so, dass er, es schmeckt wie Kaffee. Oder du kannst es als Mehl dann verwenden zur Nahrungszubereitung. Das ist dann wieder mit diesen Rezepten halt. Dann kommt diese Distelwurzel, das ist die Wurzel der Distel. Die kannst du halt ausgraben, schätze ich mal. Die kann getrocknet und abgekocht werden. Und das ergibt dann ein, also kannst du, nachdem du gekocht hast, gibt es einen Tee mit nützlicher medizinischer Eigenschaft. Haben sie jetzt nicht verraten. Hilft vielleicht gegen Schlaflosigkeit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Möglich ist alles. So, wir schmeißen das schon mal rein und wir schmeißen natürlich das schon mal rein. Die Stöcke kommen später raus. Ich glaube, mehr haben wir eigentlich nicht. Was ich jetzt ablegen würde. Ja.
Okay, der Junge ist fertig. Den hauen wir jetzt einfach in die Falle. Das ist ganz einfach. Du schläfst jetzt einfach... Ich schätze mal, du kannst auf jeden Fall 12 Stunden schlafen. Gute Nacht. Ah ja, guck mal, was alles geheilt ist. Ich sage ja fast so ein Mist. Dann nag mal weiter am Fly. Oh, 20 Gramm. Ja, die 28 Kalorien, natürlich. Natürlich nur so ein paar Fasern. Genau, dann gibt es First-Person-Ernte-Animationen. Nee. Ja, das wird jetzt, was können wir dafür schlafen? 12 kriegst du mit einer, sind es vielleicht 8 Stunden. Schlaf mal 6 Stunden. Geht nicht. Okay, alles klar. Gut. Dann labere ich jetzt einfach mal weiter und gehen wir später nochmal ins Bett. Genau, also es gibt halt diese Animation für die Ernte. Nicht sicher, also ich bin nicht sicher, ob das nur Tiere ist oder ob das auch für Pflanzen gilt. Weil momentan ist es ja so, dass du nur so Kreisel hast, der halt wächst. Keine Ahnung. Also das auf jeden Fall kommt dazu. Macht das Ganze, erhöht die Immersion. Das ist ziemlich cool. Das ist halt an der kostenlosen Variante sogar kommt. Das ist natürlich ziemlich geil. Dann gibt es diese improvisierten Steigeisen. Die kann man selber herstellen. Und die machen die Reise ein wenig sicherer. Da man jetzt weiß, wie sicher die echten Steigeisen das machen, können wir davon ausgehen, dass man sich das eigentlich mit der Herstellung sparen kann. Keine Ahnung. Muss man testen. Also ich fürchte, das ist wahrscheinlich so ein Item, das kann man getrost sein lassen, weil so wirklich einen Effekt hat. Habe selbst die normalen Steigeisen gefühlt nicht. Dann wird die Fischen-Geschichte wird verbessert. Also das Angelsystem. Also das aktuelle System wurde erweitert, sagen sie, um es interessanter zu gestalten. Das ist die gesamte Information, die sie geben. Muss man gucken, was das bedeutet. Ich schätze, dass du mit mehr als nur einem Angelzeug angeln kannst, dass du sozusagen derweil auch noch was anderes machen kannst, dass dir denn sozusagen die Angel halt, so wie beim Kochen, da kannst du ja auch einfach auf den Herd legen und kannst ja was anderes machen. So wird es beim Fischen wahrscheinlich auch sein, dass du nicht daneben sitzt, sondern du kannst es einfach reinhalten, kannst derweil was anderes machen, aber wenn der Fisch halt anbeißt, dann musst du wahrscheinlich reagieren. Schätze ich mal. Dann Beachcombing, also das, was du halt in den Eiskanten machst, das kommt halt auch noch hinzu. Das wird auch verbessert. Also das aktuelle System wurde erweitert, um es interessanter zu gestalten. Was immer das auch wieder bedeutet. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch noch erklärt. Schätze ich mal. So, dann die Isolierflasche. Es kommt tatsächlich eine Isolierflasche. Ich dachte tatsächlich, es wäre ein Becher. Weil er hatte Thermos als Namen genannt, bei dem ersten, wo es sozusagen das erste Mal veröffentlicht hat. Ein Thermos ist eigentlich der Becher, nicht die Flasche. Aber sie haben jetzt gesagt, es ist eine Isolierflasche. Das ist ja klar zum Transport heißer Getränke. Das ist natürlich dann nicht, wie man das ja kennt, je nachdem, wie gut dieser Isolierkanne ist, kann das halt die, also ich habe zum Beispiel eine, die ist ziemlich gut, die war aber relativ günstig sogar. Die hält den Tee, also auf, ich sag mal so, dass er immer noch gefühlt warm ist, 12 Stunden. Und die kannst du hinlegen und so, ist echt cool. Also bin ich mal gespannt, wie lange das geht. Ich schätze, es ist eher was so im Raum zwischen 4 und 6 Stunden. Ich denke nicht, dass es mehr kommt. Dann, und jetzt wird es richtig geil, es gibt ein Finale für die Herausforderung der Gejagte oder Hunted im Englischen, nur Teil 3. Ich fasse es nicht. Ich habe nicht damit gerechnet. Das ist für mich tatsächlich das größte Highlight, neben dem Puma. Von dem Ganzen. Doe, das ist aber nicht das, was Homer Simpson sagt, sondern die Hirschkuh tatsächlich. Ja, damit die Hirsche nicht mehr so allein sind. Hat man im Trailer auch zwei oder dreimal gesehen. Also einmal Nahaufnahmen und einmal, wie der Charakter halt einen Pfeil auf die Hirschkuh schießt. Das ist halt noch als zusätzliches Tier. Ich schätze, das hat dann auch so ein Verhalten. Ich schätze, es gibt dann halt mehr Hirschkühe als Hirsche, Hirschmännchen. Schätze ich mal. Keine Ahnung. Wie ist das eigentlich mit der Unterkühlung? 1 Stunde, ja, okay. Ja, dann hauen wir dich jetzt mal direkt in die Falle. Aber wir haben kein Wasser, okay. Na, das reicht trotzdem. Gute Nacht. Und auch hier, die Unterkühlung ist geheilt. Und auch hier sagt natürlich Hinterland und mehr kommt da. Also es ist, auch das ist nicht alles, was im Kostenlosen kommt. I could use a drink. Echt spannend. Ja, was sie jetzt nicht explizit bei diesen visuellen Verbesserungen aufgezählt haben. Naja gut, wir müssen eigentlich nicht noch mehr
Essen ist... Wir müssen trinken, ja, genau. Ja, das kann man eigentlich erstmal drin lassen, weil, dann lasse ich die leeren Flaschen mal hier. Ich nehme noch... Warte mal, ist das jetzt die... Nee, das ist die volle, genau. Die nehmen wir noch mit. So, dann geht's jetzt auf. So, mit unseren 5 Erfrierungen. Das ist der Oberhammer. Als ich das gesehen habe, ja. Ich habe eigentlich fast gedacht, das wäre es gewesen, aber nee, dann doch nicht. Gut. Okay, ja, visuelle Verbesserungen gibt es. Und zwar halt für High-End-Systeme haben sie jetzt nochmal spezialisiert. Es gibt etliche visuelle Verbesserungen. Also eine Anzeigeentfernung wird garantiert erhöht. 100 Pro. Bei den Texturen wüsste ich jetzt nicht, was sie da aufmöbeln sollen. Das können sie gerne so lassen. Das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Ich weiß nicht, was sie da alles bringen. Wahrscheinlich werden sie die Tiere noch ein bisschen nochmal, also noch weniger eckig machen, als sie so eh schon nicht mehr sind. Also es ist nicht mehr die originaleckigen Wölfe sind halt gar nicht mehr wieder zu erkennen. Das gibt es halt für High-End-PCs. Du kannst es natürlich auch für Low-End-PCs. Also das Spiel läuft erstaunlich mit erstaunlich wenig Auslastung. Das muss man echt sagen. Ich habe ja vielleicht 20% Grafikkartenauslastung. Gut, das ist jetzt auch eher ein ziemliches High-End-Grafikkartenteil, das ist natürlich klar, aber du kannst halt selbst mit einer sehr niedrigen Grafikkarte, und das ist halt dann so, sagen wir mal, so eine, ja, also eine 1060er oder eine 1650er in Nvidia oder auch mit einer 580er Radeon, kommst du da easy mit dem Spiel zurecht. Du kannst das Spiel sogar relativ entspannt auf einer integrierten Grafikkarte, sowohl auf Intel als auch auf AMD spielen. Ach, da ist eine Lücke. Ich dachte, das wäre komplett so. Deswegen schneide ich es hier nochmal. Ah, okay. Genau, also High-End-PCs, sagen sie halt. Also das kann man für sich wahrscheinlich selber einstellen. Dann natürlich die Xbox Series S und X und die PlayStation 5, also die neueren Systeme, nicht die PlayStation 4 und auch nicht die Xbox One. Wird noch bekannt gegeben, welche, also was dann davon kostenlos und was davon halt im Expansion Pass ist. Das ist wohl nicht komplett. Ich verstehe jetzt das nicht so hundertprozentig, was das bedeutet. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen eine Verkomplizierung des Systems. Also ich würde halt sagen, entweder sie machen es komplett kostenlos oder sie machen es halt komplett in den Expansion Pass und fertig. Weil ich finde persönlich, das Spiel ist so oder so nicht hässlich. Also für das, was du halt hier an Hardware in Anführungsstrichen brauchst, ist das Spiel echt ansehnlich. Haben sie auch natürlich total durchoptimiert. Okay, wir sind ja allein, alles klar. Gehen wir es mal darüber. Wir haben schon unsere 5 Erfrierungen, das reicht erstmal. Genau. Und wann die kommen, keine Ahnung. Also das ist natürlich klar. 5.12. ist das Datum. Das heißt, wenn ihr die Folge live guckt, tatsächlich der Montag in der Woche. Also sind es eigentlich nur noch 5 Tage. Ja, es kommt aber erstmal nur auf PC. Also die Konsolen, alle, wer auf Konsole ist, der muss sich halt noch bis, ich glaube, Januar war es, glaube ich, gedulden. Ende Januar hatten sie, glaube ich, gesagt, für die Series und also Xbox Series und die PlayStation 5 und ich glaube die Vierer, die One, die Xbox One kommen, glaube ich, dann im Februar. Auf jeden Fall kommt im März da die Switch noch dazu. Die kriegt natürlich keine optischen Verbesserungen, weil die Switch ist wirklich extrem, was die Rechenkapazität angeht, ein sehr schmaler Rechner. Mhm. Genau, also 5.12. kommt es raus. Das heißt, Schleicher 128 ist die letzte. Ja, nicht die 123 tatsächlich. Das heißt, ab dem 14.12. geht es ja dann auf dem Kanal mit dem Thema Expansion Pass weiter. Ob wir der direkt dort starten, wird man dann sehen. Das hängt davon ab, wo uns der Automatismus platziert. Wahrscheinlich ist es nicht, weil es ist nur eine Karte. Ich schätze mal, in dem Hub wirst du wahrscheinlich nicht spawnen und der Weg in den Hub soll übrigens relativ lang sein. Also es wird wohl eine monströse Wanderung werden. Ja, es wird zwar ziemlich kalt und neblig. Also Blizzard. Genau, also der Expansion Pass kommt mit 6 Update-Zyklen, die alle 2 Monate kommen. Also alle 8 bis 10 Wochen, sagen sie.
Das heißt, in über ein Jahr streckt sich dann das Ganze. Für mich ist halt fraglich, wie ist es dann mit den Konsolen? Wie ist es dann mit der Switch? Weil letzten Endes stelle ich mir halt die Frage, wenn jetzt zum Beispiel der erste Update-Zyklus durchgeht nach 2 Monaten, und da ist das noch nicht mal für die Switch raus, wo das für den PC schon kommen müsste, ist das dann auch versetzt? Oder kommt das dann sozusagen der erste Update-Zyklus, wenn die Switch auch bedient wurde? Das weiß ich halt nicht. Das wird man dann sehen, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die ganzen Dinge, die hier aufgezählt sind, jetzt alle direkt am Start dabei sind. Also der Puma natürlich nicht, das ist klar. Außer sie platzieren den halt hier zum Beispiel in die alte Schlucht hier, diese Höhen. Das wäre natürlich geil, weil das ist ja momentan, abgesehen von den Bären, ansonsten ein sehr friedliches Areal. Und ich schätze, dieses Fauchen von dem Puma, das wird durch Mark und Bein gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Kann man ja einfach schon mal auf YouTube schauen, wie so ein Puma klingt. Ja, reicht mir schon, wenn meine Katzen hier schreien. Okay, ja, Interloper ist dann halt 76. Ja, das ist sehr schade, weil wir haben wirklich einen guten Run haben. Ich hoffe, ich bin bis dahin immer noch im selben Run. Wenn ich dann nicht dasselbe anlege wie hier mit dem Jungen, dann sollte es eigentlich funktionieren. Genau, 76 ist da das letzte und dann kommt am 16.12. Der Interloper. Ja, der Interloper, muss man dann tatsächlich sagen. Die Schleicherin und der Interloper. Bin ich selber gespannt. Ich habe alles schon vorbereitet für das Schneiden. Also wieder die Outro-Musik schon ausgewählt. Ja. Ich bin sehr heiß. Ich muss wirklich sagen, ich bin extrem heiß auf das Thema Expansion Pass und die ganzen Updates. Das wird der Hammer. Man muss zwar von vorne anfangen, was beim Jungen jetzt nicht ganz so dramatisch ist. Wir werden noch mit so einem halben Jungen spielen. Ich bin nur so eine halbe Wurst. Ich gehe noch mal bis zum Seil vor, weil es könnte theoretisch sein, dass hier drin ist es wärmer, genau, da können wir uns nachher aufwärmen. Es könnte nämlich theoretisch sein, dass es am Seil noch was liegt. Ja, das ist alles zu diesem Update. Also zu dieser Ankündigung. Richtig gut. Finde es richtig gut. Der Trailer ist auch spannend. Sie haben da den Puma noch nicht gezeigt. Weil das wird ja auch noch so sein eigenes Thema. Das kommt dann wahrscheinlich. Ich schätze, dass sie dann für jede Karte nochmal einen eigenen Trailer machen. Weil das machen sie schon gern. Mit den Trailern arbeiten sie schon gern. Ja. Da bin ich mal gespannt, wo es uns hin verschlägt. Ich bin aber, also, ihr könnt ja gerne schon mal Tipps geben. Ich werde das wahrscheinlich nicht alles berücksichtigen, weil ich sie jetzt nicht auf Teufel komm raus hart machen möchte, sondern ich versuche es ein bisschen realistischer zu machen. Ja, hier ist tatsächlich noch ein Behälter. Der ist aber leer. Okay, dann lassen wir den hier stehen. Dann ist es tatsächlich nur alles vorne in dem Rucksack. Okay. Wobei, warte mal, wann ist denn das? Ich muss gerade mal überlegen. Wenn ihr das heute schreibt, heute und morgen schreibt, genau, also am 30. November und 1. Dezember, dann kann ich das auf jeden Fall mal berücksichtigen dann für den neuen, für die neue Sandbox. Ansonsten gehe ich das einfach nach Gusto durch. Ich will mal gucken, ob hier irgendwas liegt, aber ich glaube nicht. Nee. Okay, dann gehen wir weiter zum Rucksack. Komm, weiter, Junge. Ja. Ah ja, ich bin extrem angefixt auf das Thema. Das ist, also wenn man sich das überlegt, das Spiel kam, glaube ich, 2013 in Kickstarter. 2014 wurde es ja dann offiziell released, als immer noch Early Access. Nee, war das da nicht? Nee, Quatsch. Nee, in Kickstarter kam das, ich glaube, sogar 2012. Early Access war es 2013 und 14 kam es, glaube ich, offiziell oder so. Wenn ich falsch liege, blende ich es euch mal richtig ein. Und wenn man sich das überlegt, wie alt das Spiel ist und was das jetzt für eine Jungkur bekommt, das ist schon beeindruckend, auf jeden Fall. Da können sich einige booten, aber gehörig was abschneiden. Ja, wir müssen natürlich alles mitnehmen.
Inklusive den Rucksack. Sehr schön. In der nächsten Folge geht's weiter, wieder zurück. Das bedeutet natürlich auch, jetzt folgt dann der Schritt von des Bergmanns Torheit runter zur Siedlerruhe. Das ist dann der nächste Schritt, wo wir das alles runterschaffen müssen. Wir müssen auch einen Großteil des Fleisches runterschaffen, weil es bringt uns nichts, wenn wir das alles hier oben an der Bergmanns Torheit haben. Ich meine, wir werden vielleicht, sagen wir mal, 10 Kilo hier oben lassen. Der Rest kommt aber runter. Weil da unten macht es halt mehr Sinn, wenn man da halt auch wiederkommt sozusagen. Wir haben da noch mehr Ausflüge hier in dieser Karte zu bewerkstelligen natürlich. Da muss ich übrigens extrem vorsichtig sein jetzt mit den paar Prozenten. Dass ich da nicht wieder unsinnigerweise hier einen frühen Tod veranstalte. Weil um die Madame tut es mir leid, ja. Genau, also wir müssen hier noch einiges abgehen und also das erstmal alles retour schaffen. Wir gehen auch nochmal zu dieser Hütte, die da ein bisschen abgelegen ist bei der Bergmannstorheit, und vielleicht das Areal auch ein bisschen abgehen, ob man da noch was findet, bevor es dann halt hinuntergeht. Sehr schön. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.